Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Umzugsvlog. Die nächsten Tage steht schon wieder richtig viel an. Aber davon wird uns jetzt erstmal Felix ein bisschen mehr berichten. Felix, die Kamera. Es geht nämlich um mein Lieblingsthema, und zwar die Traversen. Nachdem wir die letztes Mal nicht an die Decke bekommen haben, werden wir heute in den Baumarkt fahren, alles besorgen, was wir dafür brauchen und es dann endlich schaffen. Außerdem bekommen wir noch ziemlich hohen Besuch, oder Jonah? Boah, Digga, das war ganz schön knapp. Ja, denn Kilian möchte vorbeikommen, möchte sich das Studio hier das erste Mal angucken und muss uns auch helfen, denn das wird ganz schön anstrengend die nächsten Tage. Ich will mein Zimmer nämlich auch noch ein bisschen clean machen, da müssen die letzten Sachen an die Wand, ich will meine TV-Wand endlich aufbauen und so weiter, das heißt, euch erwartet einiges. Aber wir haben euch wieder ganz schön viele Fragen im letzten Video gefragt und die habt ihr natürlich fleißig in den Kommentaren beantwortet und auf die möchten wir auch jetzt erstmal eingehen. Ritter Rost schreibt, was haltet ihr von einer Schiebetür und keinem Schiebesofa? Finde ich tatsächlich sehr interessant und auch vom Designaspekt würde ich das ziemlich schön finden. Aber ich habe direkt mal geguckt, was das Ganze kosten würde und habe mich da ziemlich auf den Arsch gesetzt, um das Ganze mal so zu formulieren. Denn das Ganze würde 500 bis sogar 1000 Euro kosten. Und mir persönlich ist das für ein Mietobjekt leider zu teuer. Du meinst wohl Hühnchenrupfen, hat Joshua geschrieben und auch ganz viele andere haben ihm zugestimmt, dass so das Sprichwort eigentlich geht. Aber wenn ich das Hühnchen wäre, hätte man dann nicht mir die Federn zupfen müssen? Valentin schreibt, stellt die Couch doch einfach hochkant hin. Das Zimmer dreidimensional zu benutzen ist doch sowieso sinnvoll, oder? Ja klar, wir können uns ja dann einfach anschnallen. Irgendwie an dem Sofa. So ein Sitzgurt. Zum Sitzen. Zum Sitzen. Ja klar, warum nicht? Lass einfach machen. Okay, okay. Ja. Los, komm. Und dann, wenn man stolpert, fällt man auf den Boden. Könnt ihr die Wand? Ja, na klar. Komm jetzt, bau um das Ding. Mr. New Nick schreibt, dieser Moment, wenn man zuerst gestern die Insta-Story geschaut hat und sich heute das Video gönnt. Riesen-Shoutout an alle, die uns auf Instagram schreiben und auch folgen und uns da helfen, das Studio weiter voranzubringen. Also, falls ihr die Instagram-Stories von uns drei nicht mehr verpassen wollt, dann checkt einfach mal die Links unten in der Videobeschreibung ab. Und jetzt weiter mit dem Video. Während Jonah im Studio gerade dabei ist, den neuesten Vlog für euch zu schneiden, habe ich mir einfach mal Jonas geschnappt. Denn wir sind jetzt hier im Baumarkt auf einer kleinen Mission unterwegs. Beziehungsweise, was heißt klein? Denn wir wollen ja die Traversen an die Decke bringen. Und gestern hat es nicht so ganz funktioniert, also brauchen wir eine Menge Equipment, mit dem wir es heute auf jeden Fall schaffen wollen. Let's go! Wir haben jetzt noch die Schrauben geholt, die wir brauchen, um die Traversen auch alle festzumachen und nicht nur meine. Und wir bringen Jonah natürlich auch noch was mit, und zwar hier so Klebeband mit Schaumstoff dazwischen, damit seine Nanolies nicht mehr von der Decke runterfallen. So, let's fetz. Ja, Mann. Also, wir packen jetzt diese Traverse dort oben an die Wand. Wir haben schon abgemessen, welchen Abstand wir brauchen für jede Wand. Und die packen wir jetzt einfach mal hier oben an die Wand. Digga, Träumchen. Das ist perfekt. Wenn wir es jetzt so gerade an die Decke bekommt und so, dass es parallel auch ist. Ja. Push it an die Decke. Ganz perfekt bei dir? Ja. Hier kann ich mich ranlegen. Ja? Kannst du denn zu? Probier aus. Okay. Sicher? Ja. Oh yes. Ich würde mal sagen, das Gym hat vielleicht geöffnet. So, meine Traverse ist an der Decke, aber jetzt fehlt noch Felix, und zwar die Riesen 8. Ah, der Endboss der Traverse ist jetzt hier quasi am Start, weil vom Prinzip, den anderen hätte ich schon erklärt, wollen wir die Traverse jetzt ein bisschen weiter hier anbringen. Also prinzipiell schon so im Raum wie davor, aber halt alles nach rechts geschiftet. Was
so, warum bin ich so ultimativ weit weg hier von? Genau, und jetzt muss so dieses Jim näher das muss da dran, genau. Okay. Soll ich das halt weg? Boah, Digga. Besser als nichts. Soll ich mich mal ranhängen? Ich bring dich mal da dran. Okay, kannst du mal filmen? Wir machen mal wieder den Jonah-Test, ja? Komm, wir machen den Jonah-Test. Okay, ich mach einen Klimmzug und dann ist es der Jonah-Test. Okay. Sollte kein Problem sein, dass es sehr geil. Hält. Sehr, sehr also, geil. Also kannst du auf jeden Fall eine Red noch ranpacken. Nice. Guten Tag, Kilian. Sowas Angestelltenmäßiges an sich. Kilian ist heute da, um uns ein bisschen zu helfen beim Studio. Und das erste, hier. Das erste, was du machen musst, ist putzen. Ja. Denn wir haben ganz, ganz, ganz viel Staub überall vom Bohren gestern. Ihr habt es ja gesehen. Und hier ist jetzt überall so eine eklige Schicht drüber. Bäh. Und das müssen wir jetzt einfach mal alles komplett sauber machen. Ihr seht schon, der Dyson V11. Ist komplett dreckig, also von der Seite kann ich das auf jeden Fall nicht empfehlen, damit Baustaub wegzusaugen, weil das halten die Filter einfach nicht aus. Es ist halt schon überall, auch auf den Schränken, so auf deinem Schreibtisch. Ja, bei mir ist ganz schlimm. Schichtstaub, ey. Ja, dann lass mal clean machen. Nice! So, der Putzmann ist da. Das ist ein Shampoo, oder? Was hast du da reingemacht? Spülmittel. Oh, oh perfekt. Ist es besser als Shampoo oder schlechter? Was glaubt besser, ihr? Besser. Man kann ja mal abstimmen. Stimmt ab. Würdet ihr den Boden eher mit Spülmittel oder mit Shampoo wischen? Unter dem Aspekt, dass ihr halt kein richtiges Waschmittel gekauft habt. Okay, Felix. Ja, let's go! Willst du jetzt meine Mob-Skills hier reviewen? Ja, will ich. Warte, das muss man doch jetzt hier irgendwie. Abschauen. Dafür haben wir das wir doch, wissen, oder? Er kann Autos testen. Wir wissen, er kann Smartphones testen. Aber kann er auch den Boden wischen? Ist das, was ich hier mache, oder ist das falsch? Das sieht nicht richtig. Das sieht überhaupt nicht richtig aus. Ja, aber wie macht man es denn sonst? So. Der Typ mit dem Eimer, weißt du doch, eine andere. Ah, guck mal, wie das aussieht. Oh, sieht so eine Werbesendung. Sehen Sie davor, danach. Das schreibt dazu. So, es ist jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich cleaner hier drin. Oh, ein Segen. Man kann es riechen. Ja, man riecht es tatsächlich, dass es hier deutlich staubfreier drin ist. Und jetzt wollen wir es nur noch ein bisschen gemütlicher machen, indem hier Couch reinkommt. Ja, dann muss ich auch endlich nicht mehr im Wohnzimmer schlafen. Erst, also hier ist noch eine Menge zu tun. Also ja. Wenn du mal, die Seite sieht gut aus, die Seite, naja. Naja. Die Wand, guck mal, das haben wir aufgehängt. Nein. Ja, stimmt, das ist gerade neu. Sieht grad so geil aus mit der Glasplatte, oder? Sieht gar nicht mehr aus wie Ikea. Den riesen Unterschied, das sieht viel hochwertiger aus. Einfach nur dadurch, dass hier noch so ein Glasding drauf ist. Ja, aber lass jetzt die Couch hier reinpacken. Lass die Couch holen. Ja. Ja, bei mir schreckt's. Sieht gut aus, da kann man direkt ein Video aufnehmen. Warte, ich gebe auf 35 Minuten. Die Leute, die dachten. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Heute erraten wir Smartphones blind nur durchs An. So, es sieht auf jeden Fall wieder einigermaßen clean aus. Natürlich muss hier noch einige Male rübergegangen werden, dass wirklich alles bis im Detail clean ist. Aber wir wollen noch ein bisschen über unsere Setups quatschen, weil Felix hat eine ziemlich coole neue Idee, dass der Ultra-Curved-Monitor so richtig quasi schwebt an der Wand. Und die beiden sitzen hier schon, als wären sie ja vorbereitet für einen Unboxing. Ja, Dual-Unboxing. Dual-Unboxing. Ich habe leider keinen. Ich muss warte, ich pack das Stativ hin und wir können es zu dritt auspacken. Wir packen hier einen Mesa-Mount-Arm aus. Ganz doll spannend. Sehr, sehr exciting. Aber ich kann ist es irgendein besonderer eigentlich? Ja. Schwarz. Ich blende mal ein Bild ein, wie das Setup dann aussehen könnte. Es sieht nämlich ziemlich geil aus. So, kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Ja. Guck mal hier. Man kann sich's förmlich vorstellen. Gucken wir das jetzt mal aus hier mit dem Stand, ne? Nur damit die Leute Bescheid wissen, das ist nicht mein finaler Schreibtisch. Ja, ich dachte. Was ist hier eigentlich? Wir bekommen noch richtig geile höhenverstellbare Schreibtische. Ja. Ich freue mich voll drauf. Also, du hast noch so einen Papptisch, aber dann wenigstens schwebt das Display. Also, Prioritäten sind richtig gesetzt. Ich weiß nicht, ob das gut geht.
Ich auch nicht, ich glaube, der Tisch bricht einfach durch. Ich würde was. Nee, das hält. Das hält. Relativ. Ja, und jetzt ein bisschen runter. Ja, ein bisschen nach hinten noch so. Warte. Na, fast. Alter, sieht das geil aus. Das sieht geil aus. Digga, das sieht ja mal Hammer aus. Ja. So, Felix, was sagst du? Das sieht schon sehr stark aus. Also, ich meine, der Schreibtisch ist Müll, brauchen wir nicht drüber reden, so. Aber so wie der Monitor schwebt, ist sehr geil. Ich finde, man sieht gerade noch sehr deutlich, dass der Ständer schräg ist. Und ja. Ruft Unbehagen hervor, sage ich jetzt mal einfach so. Aber ich glaube, mit einer stabileren Tischplatte wird es noch besser. Und Kieran hatte auch die großartige Idee, einfach noch ein Stück Holz drunter zu packen oder eine kleine Metallplatte. Also nicht oben, sondern unten. Ja, also die man nicht sieht, aber einfach die nochmal für ein bisschen mehr Stabilität sorgt. Weil wenn ich mir das mal von unten an... Ah, obwohl... Ob das so viel hilft? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, wir gucken einfach morgen. Mal gucken, wenn... Ich guck mal, ob der morgen abgeflext ist oder ob der noch steht. Und dann ansonsten Teil 2, wie mein MacBook seinen Monitor verleiht. Ich stehe hier vor einer fast fertigen TV-Wand. Ihr habt die letzten Stunden ganz schön rumgeschraubt, aber ja. so richtig fertig sieht es noch nicht aus. Ja, also der TV wird ein bisschen größer gemacht. Ja, das ist, damit man sich vorstellen kann, wie der Fernseher aussehen wird. Und bis dahin kann ich ja einfach als Bluescreen da irgendwas reintracken. Kann man ja mal probieren. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Ja, ja, passt. Ja. Okay. Kilian, du bist das erste Mal hier im Studio. Ich feiere das mit der. Wollen wir einfach mal durch jeden Raum gehen und du sagst uns einfach mal deine Meinung hier? Nee, fangen wir mal gleich hier bei Felix seinem Zimmer an. Ich meine, das hast du bis jetzt heute am meisten gesehen. Ja. Wie gefällt dir das? Was sagst du besonders hier zu dieser Wand? Ich feiere, dass alles so Blautöne hat. Dass die Wand gibt Dreidimensionalität rein. Das war eh ein geiles Setup. Hier hat Felix die Traverse. Kann da entspannen. Was sagst du zu der 8 hier? Das auch sagen. Ist gut. Die 8 ist super, weil er kann an jedem Punkt. Findest du es auch sinnvoll, dass es nicht so einfach ein Quadrat geworden ist, sondern... Das ist clever hier. Okay. Ja. Man muss auch sagen, Kilian war einer der ersten, die mir geschrieben haben, dass sie das sehr mögen mit dieser blauen Wand im Hintergrund für Unboxings. Also er hat auch gemeint, sieht besser und sympathischer aus als im Studio. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn selbst Kilian das sagt, dann muss die definitiv ins neue Studio. Ja, passt hier auch super rein. Noch besser sogar als in die Wohnung. Aber... Aber komm! Man beachte bitte, wie sauber der Boden ist. Ja, wir haben durch, ich habe jetzt auch noch mal extra durchgewischt. Wie gefällt dir das? Ich habe auch noch ein paar Fragen an dich bezüglich... Gemütlich, mit der Lampe direkt. Ja, bezüglich der schwarzen Wand. Denn ich überlege immer noch, diese Wand hier auch schwarz zu streichen. Beziehungsweise haben wir vorhin ja darüber diskutiert. Ja. Du wirst es echt machen, ja? Ja, weil das ist so richtig Dark Mode, das Zimmer. Man kommt so rein, es sieht einfach direkt nach Jonah aus. Ich glaube auch die weiße Tür sieht irgendwie lustig aus, wenn außen schwarz ist. Also ich weiß es halt echt nicht. Wir können ja jetzt mal eine finale Abstimmung machen, weil ich kann mich absolut gar nicht entscheiden, ob ich diese Wand hier noch schwarz streichen soll, beziehungsweise auch so dunkel anthrazit wie hier. Soll ich es machen? Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich soll das machen, dann streiche ich die zu 100% dunkel. Und wenn ihr dagegen, sag ich schon mal. Ihr könnt Team Kian oder Team Felix jetzt echt machen. Jetzt? Ja, was weißt du auch warum? Weil Jonah noch schwarze Schreibtische und so bekommt, dann ist wirklich alles schwarz. Also das, man versinkt aber eine weiße Wand ist ein bisschen langweilig fast. Na gut, man muss fairerweise dazu sagen, hier wäre dann alles weiß und da wäre dann alles schwarz. Das wäre so das Zimmer der Kontraste. Er hat dann halt Vielfalt auch. Er kann mal ein dunkles Setup machen, er kann mal ein helles Setup machen. Ja. Es gibt die Tiefe rein so. Ich weiß es halt echt nicht. Ich finde es irgendwie bis jetzt ein bisschen langweilig. Natürlich, weil auch hier einfach zu wenig bis jetzt drin ist, aber ich würde es einfach noch mal geiler finden, wenn die irgendwie... Es haben zwar Leute in die Kommentare geschrieben, dass es dann zu depressiv aussieht oder das es einfach nicht, dass es einfach zu nicht gut ist, wenn man die ganze Zeit... RGB-Farben sehen geil aus. Ich fände eher, dass es zu eintönig ist. Das ist eher meine Sorge. Echt? Aber wenn hier der geile Widescreen kommt, vielleicht zwei... Ist das ein Widescreen? Was für ein Widescreen? Ultra-Wide, also einfach der Monitor. Achso, nicht im Sinne von weiß, sondern im Sinne von breit. Ja, genau. Vielleicht auch zwei nebeneinander oder zwei übereinander, man weiß es nicht. Ich glaube, das könnte dann schon cool aussehen. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war uns wie immer eine Ehre. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao!